Ja, moin moin, wir sind gerade am Nürburgring, da hinten kommt gerade der Jan. So, einen wunderschönen guten Tag von der Nordschleife. Dani, you want to say hello to the camera? Ciao. Ciao. So, Dani is going with Luisa now on track to check some stuff, but he is thinks that the tire is not that fast anymore. You got a new set of tires, so Lennart is ready for some track use. And Yannick is coming in. I think want to do something sub 8. So we will see how it will go. And Lennart goes with his girlfriend. So, and yeah, we'll check the stuff from the outside. And actually, it's funny. I think Sebastian will get the pictures into the YouTube bit. So I met Remington here with his MX-5. It's like a 300 horsepower or whatever. Crazy build and he told me, hey, there's not a problem on there with the trailer. And I thought, okay, he got like a tow truck where he got the MX-5 turbo on the trailer, but actually he got the turbo MX-5 with a really big wing and all the nine light stuff on it, and he dropped like a trailer behind the car, so he got a tow hook on a 300 horsepower Titantec MX-5. So crazy. And yeah, then I think we go and meet Costas anywhere in Moist Park at any place, and then we will also have another video, so it'll be pretty cool. And see you, bye. Tag. Anfang hat es ein bisschen geregnet, dann wird es halt immer trockener, ein bisschen vorsichtig gefahren, neues Setup von meinem Auto ein bisschen getestet, ordentlich mehr Spurensitz auf der Vorderachse, ein bisschen dran gewöhnt gehabt und dann natürlich erst im Nassen ein bisschen vorsichtig gemacht. War ein echt cooler Tag. Ein paar Kunden waren da, der Dani war da, Jan war da, ja, mit der Freundin gefahren. Insgesamt, Auto ist heile geblieben, Abgasgehäuse ist irgendwie undicht geworden, da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Öltemperatur, ich habe jetzt einen großen Ölkühler verbaut, der funktioniert auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser. Genau, jetzt waren wir gerade noch mit dem Dani ein bisschen was trinken, Kleinigkeit essen und ja, jetzt geht's auf den Weg nach Hause.